Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier Stefans Weihnachtsgeschenk, das kam heute an. Dann habe ich das jetzt schon mal, großes Paket. Und für meine Mama habe ich auch schon ihr Geburtstagsgeschenk, die hat ja im November. Und vielleicht kann ich euch nachher mal so ein bisschen sagen, was ich wegen der Wohnung geplant habe, wie ich das Ganze verändern möchte, wie so meine Pläne sind. Bruno schmeißt immer die Bücher raus und ich will es immer filmen. Also jetzt wissen wir, wer hier alles rausschmeißt. Ich glaube, Bruno möchte lieber, dass es ein offener Durchgang ist und da keine Bücher stehen. Es hat ja doch einige interessiert, was ich wegen der Wohnung geplant habe. Und das erzähle ich euch jetzt. Und zwar als allererstes hatte ich die Überlegung, dass ich einen neuen Schreibtisch brauche und möchte, weil bei dem jetzigen oben bei der Platte der Lack abblättert. Der ist ja schon ziemlich im Gebrauch und von dem her wäre es einfach nötig, einen neuen Schreibtisch zu kaufen. So, das war meine erste Überlegung. Und ich habe auch schon einen ausgesucht und dann hätte ich gerne noch so einen Aufsatz oben drauf für den Bildschirm. Da habe ich ja jetzt diesen Karton, aber da gibt es extra für diesen Schreibtisch, habe ich gesehen, gibt es eben auch so einen Aufsatz. Und genau, das war so die erste Überlegung. Dann stört es mich ja ungemein, dass ich keinen Tisch habe, keinen Esstisch. Und ist ja nicht möglich, also früher hatte ich einen kleinen Esstisch. Vielleicht ist der ein oder andere von euch auch schon so lange dabei und kennt den kleinen Tisch noch. Ich fand den eigentlich auch immer ganz schön. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Auf jeden Fall ist er weg. Und stattdessen habe ich ja die Couch, die die ganze Wand in Anspruch nimmt und die ja auch relativ groß ist. Also für meine Wohnung ist sie groß. Aber, das kann ich euch mal zeigen. Diese Couch, ich wollte ja damals unbedingt eine Couch haben, weil ich dieses kleine unbequeme Sofa hatte und deswegen wollte ich unbedingt eine Couch. So, und diese Couch, muss ich ein bisschen dunkler machen, nimmt halt hier so die ganze Wand ein. Außerdem muss ich sie abriegeln als Schutz wegen den Hasen, dass sie nicht auf die Couch hüpfen. Und sich dann halt beim Runterhüpfen verletzen. Ich mache auch abends nicht diesen ganzen Bau da weg, sondern ich mache nur das weg und das. Weil ich sitze auf dieser Couch eigentlich nur hier, wenn ich was schaue, dann sitze ich hier. Weil ich da eben, jetzt sieht es aus, als würde ich in einem Sarg liegen, weil ich da eben schön meine Füße ausbreiten kann und das halt einfach bequemer ist. So, die erste Überlegung war, dass ich mir eine kleinere Couch hole. Also vielleicht nur ein Zweisitzer. Dann hätte ich daneben noch Platz und könnte nebenan dann einen kleinen Tisch noch mit Stühlen hinstellen. So, aber bei einer Couch, die würde ja dann so an der Wand stehen und dann würde ich so gucken und dann müsste ich immer so seitlich quasi gucken. Ich meine, es würde natürlich theoretisch gehen, aber so, jetzt möchte die Lotte ins Schlafzimmer. So ist es natürlich weitaus bequemer. So, jetzt hatte meine Arbeitskollegin die Idee, wieso ich nicht mir einfach nur von IKEA, kann man ja selber zusammenstellen, die Couch oder manche oder eine oder auf jeden Fall diese eine bestimmte, die ich jetzt auch ausgesucht habe, wieso ich mir da nicht einfach dieses Fußteil nehme und das kann man ja dann auch variieren, also entweder, dass man es so hinstellt oder so quer und halt hinten mit Kissen, falls man doch mal normal drauf sitzen möchte. Und dann habe ich mir das so angeschaut und die haben auch voll die schöne Farbe. Im Moment stehe ich nämlich voll auf Mint. Also Mint hat es mir wirklich angetan. Und dann dachte ich so, naja, Dann haben wir so bei Pinterest geschaut, wie man halt dieses Fußteil quasi einzeln stellen kann und wie man das eben einrichten kann. Dann dachte ich so, ja, das wäre nicht schlecht. Das Gute ist, wenn ich jetzt nur dieses Fußteil habe und irgendwann in diesem Leben vielleicht nochmal umziehen sollte, dann kann ich mir ja die anderen Teile, wenn ich Platz für eine größere Couch habe,
quasi mit anbauen. Also bin ich quasi flexibel. Ja, das war dann so der ursprüngliche Plan. Recamere, irgendwie sowas, dass man das halt nimmt. Und dann eben einen kleinen Tisch mit Stühlen, eventuell dann diesen einen Polstersessel, vielleicht hier noch in die Ecke. Dann, dass ich ja nicht wirklich das dekoriert habe und es von dem her eigentlich auch ziemlich ungemütlich ist, weil ich überhaupt kein Talent zum Dekorieren habe. Also ich habe halt die Möbel, die stelle ich hin, aber so was Dekorieren angeht und so, da habe ich irgendwie überhaupt kein Talent. Bruno räumt auf. Also ich habe überhaupt kein Deko-Talent und jetzt steht ja mein Geburtstag noch aus. Und Louis hat mich gefragt, was ich mir denn zum Geburtstag wünsche. Und also wir dürfen uns immer in der Arbeit, wünschen wir uns immer was zum Geburtstag, was wir uns wünschen. Und sie hatte ja im Oktober Geburtstag und hat dann, nachdem quasi ihr Geburtstag war, gefragt, was ich mir denn wünsche. Und ich so, wusste ich noch nichts. Da meinte sie, wir können ja deine Wand streichen. Und ich so, also da war es noch nicht so aktuell. Und dann habe ich so überlegt, Und dann ich so, jetzt letzte Woche, ich wünsche mir, dass ihr meine Wohnung dekoriert. Und da meinte sie, ja, wir können ja die Wand streichen und dann irgendwie noch dekorieren. Und jetzt haben wir halt so ein bisschen überlegt, wie und was. Und ich bin ja voll auf den Türkis-Trip. Oder so Mint, Mintfarben Türkis, so pastellig. Und erst dachte ich, dass man die Wand Türkis streichen könnte oder Mintfarben. Aber dann haben wir überlegt, dass vielleicht die Wand beim Schreibtisch, dass die vielleicht besser wäre. Weil der Schreibtisch ist ja weiß, also auch der neue wird weiß sein. Und quasi als Kontrast, dass man dann das Mintfarben streicht und dann vielleicht noch mit ein bisschen ein paar schönen Bildern oder so. Und dass man hier die Wand vielleicht weiß lässt, weil die Couch hat nämlich eine Farbe. Und dass man dann da vielleicht zwei große Bilder hinhängt oder vielleicht ein Regal oder so. Also sie hat mir schon verschiedene Vorschläge geschickt. Ich kann mir das nämlich auch immer überhaupt nicht vorstellen. Also bei dem einen konnte ich es mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie das dann hier so aussieht. Ich zeige euch das mal auf dem Handy. Also erstmal zeige ich euch die Farbe. Und zwar, was hatten wir denn für Farben? Also erst hat man die. So, also das war jetzt so die... Kann man das so machen? Also das war jetzt so die erste Farbe. Ich glaube, man sieht das gar nicht so gut, gell? So sieht es jetzt aus. Also das war die erste. Nee, es sieht viel blaustichiger aus, als es eigentlich ist. Das sieht blau aus im Display. Nee. Die türkisfarbene Wand. Das sieht aber blau aus, glaube ich, im Display. Dann die fände ich noch ganz schön. Das wäre jetzt zum Beispiel Mint. Dann hat man so, finde ich auch sehr schön. Könnt ihr überhaupt irgendwas sehen? Nee, funktioniert nicht, ne? So vielleicht. Also das ist alles Mint und Türkis. Oder so von der Farbe her. Sieht so blaugrau aus. Da meinte sie die Kissen, aber die ist nicht, also das ist nicht so mein Geschmack. Das ist mir zu bunt und zu knallig. Dann haben wir, also halt hier so die Wand haben wir überlegt, ne? Also so ist es jetzt bei mir. Auch das Rosa gefällt mir nicht mehr. Mir gefällt auch nicht mehr das Rosa von den Boxen. Also so wegen dem Regal, also jetzt nicht so grau. Das konnte ich mir dann nämlich nicht vorstellen, weil das so grau ist. Aber so vielleicht mit Regalen oder so. Oder das hat man noch als Beispiel. So. Oder so eine Bilderwand. Ja, oder was hat man noch? Ja, das war es eigentlich.
Also das war halt so die Überlegung. Also zum einen ein neuer Schreibtisch mit halt so einem Aufsatz. Dann die Wand streichen in Türkis, Pastellig oder Mint. Dann hier hinten anstelle dieser riesen Couch halt einfach nur dieses Fußteil von der anderen Couch. Dann einen kleinen Tisch, Stühle und die Wand irgendwie ein bisschen mit Bildern gestalten. Ich habe da echt überhaupt kein Händchen oder keine Vorstellungskraft. Ich sehe zwar immer bei anderen, wie die das schön eingerichtet haben oder wie die das schön dekoriert haben, aber ich halt echt gar nicht. Naja, und jetzt ist halt die Frage, wann und wie und was und wo. Also eventuell, Louis meinte so, gib uns Geld und wir fahren zu Ikea und holen alles und dekorieren und so. Aber wahrscheinlich werden wir es jetzt so machen. Ist halt mit der Arbeit immer schwierig, ne? Eventuell, dass der Schreibtisch zuerst geholt wird und dann die Couch und der den Esstisch, den ich möchte. Ich habe zwar schon einen im Auge, der mir rein optisch gefällt, aber man muss dann doch in echt sehen, wie der ist. Und ja, wegen Stühle noch, da ist auch die Frage, weil ich habe ja die hier jetzt zum Beispiel, die ich mir von Amazon bestellt habe. Und da habe ich jetzt einen für den Schreibtisch, ob das dann aber noch funktioniert. Weil zum Beispiel bei dem Schreibtisch musste ich jetzt die Schreibtischschublade musste ich ausschrauben, weil er sonst nicht unten drunter gepasst hätte. Der andere hat aber unten keine Schublade, der hat nur seitlich welche. Und ja, wegen Stühlen, ich meine, man könnte natürlich die auch als Esszimmerstühle nehmen für den Tisch. Aber ich glaube, die sind zu groß, weil die sind ja auch extra breit. Und ich glaube, weil ich ja einen kleineren Tisch brauche, wären die dann wieder zu groß. Also da brauche ich dann, glaube ich, kleinere Stühle. Wobei einen habe ich überlegt, dass ich dann hier hinten so vielleicht in die Ecke stellen könnte. Naja, also das sind jetzt auf jeden Fall mal so die groben Pläne. Die Feinumsetzung kommt dann noch und wer weiß, wann das dann stattfindet und wie weit sich das noch in die Länge zieht. Aber ich dachte, weil es so viele interessiert hat, erzähle ich euch das schon mal. Und vielleicht habt ihr ja auch die ein oder andere Idee oder auch Deko-Idee oder vielleicht auch, wo man schöne Bilder herbekommt. Könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done on my drink at this pace. Wir sehen uns dann morgen wieder um 19 Uhr. Wobei, vielleicht gehe ich morgen live. Dann bis morgen. Tschüss!